Jedes Jahr feierte SPÖ in Hirn ein Friedensfest. Auf einer Lichtung im Wald waren Tische, Bänke und ein schönes Buffet aufgebaut. In ihrer Rede betonte die Bürgermeisterin Inge Bosch-Kruska die Gemeinsamkeiten im Dorf und die vielen gut besuchten Veranstaltungen der Gemeinde. Sommerzeit ist Feuerwehrfestzeit. Diesmal in Forchtenau, nicht zu verwechseln mit Forchtenstein. Die Forchtenauer sind stolz darauf, eine eigene Feuerwehr zu haben und kommen auch gerne zu den Festen. Viel gute Laune beim vollen Haus und bei Live-Musik war daher selbstverständlich. Der Reinerlös wird für den Ankauf eines neuen Feuerwehrautos verwendet. Bei traumhaftem Wetter herrschte beim Dorffest in Schattendorf beste Stimmung. Die Gäste wurden auch heuer wieder mit kulinarischen Köstlichkeiten, einigen Motto-Bars, einer Liveband und einem attraktiven Kinderprogramm verwöhnt. Auch Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Schürz von der FPÖ ließ sich das Dorffest nicht entgehen. Mit viel Musik wurde dann bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Strahlenden Sonnenschein und 37 Grad gab es bis zu Beginn des ersten Konzerts des Musiksommers 2017 in Mattersburg. Dann sorgte ein heftiges Gewitter für starke Abkühlung. Hockey and Friends heizten den Besucherinnen am Veranstaltungsplatz aber trotzdem ordentlich ein und spielten trotz Regen ein tolles Konzert. Eine Kiste mit Spielsachen, die alle Kinder verwenden dürfen, wird jetzt am neuen Kinderspielplatz im Europapark in Mattersburg aufgestellt. Jedes Kind kann aus der bunten Kiste Spielzeug ausleihen und auch benutzen und dann wieder in die Kiste geben. Damit wird die Aufmerksamkeit und Achtsamkeit von Kindern geschult. Sie lernen Verantwortungsbewusstsein für die Allgemeinheit, erklärt Bürgermeisterin Ingrid Salamon.